Und der nette Herr da hinten mit seinem Plakat, kein Platz für Nazis oder Dame, Entschuldigung, die steht auf der falschen Seite. Die müsste eigentlich innen stehen und müsste das Plakat nach außen halten, damit sie es mal verstehen. Aber genauso war es in der Vergangenheit. Kein Mensch hat irgendwas dagegen getan oder nur so sehr, sehr wenige, weil es geht sie ja nichts an und es geht ja an mir vorbei. Und wie auch immer, wir sind die wenigen, die Gesicht zeigen, die den Arsch von der Couch in die Höhe tun und kämpfen für die Freiheit, kämpfen für die Demokratie und kämpfen für Selbstbestimmung, meine Damen und Herren. Und das ist eines der wichtigsten Sachen, die wir haben. Und das vermutlich wollen nicht alle hier in dieser wunderschönen Stadt Regensburg.